Herzlich willkommen. Ich grüße und begrüße euch alle recht herzlich zur siebten Übung im Wintersemester 21/22. Wir sind frisch in das Jahr 2022 gestartet, daher nochmal ein frohes Neues an alle. Wir haben letztes Semester irgendwie Corona beim ersten großen Boxfight relativ gut zurückgeschlagen. Es lag taumelnd in der roten Ecke und jetzt in die dritte Runde sind wir frisch gestartet und haben direkt einen Nackenschlag kassiert. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitgekriegt, Kassel ist jetzt Corona-Hotspot und so. Der Kanzler hat vorhin eine Mail rumgeschickt, in der es hieß, naja, eigentlich alles nicht so schlimm, ihr müsst jetzt nur während der Klausur Maske tragen und 3G haben. Ja, müssen wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir hier in dieser Veranstaltung machen das nach wie vor weiter, alles digital, alles online, das bleibt alles so, wie es ist, wir verändern das nicht und ihr müsst ja auch nicht für eine Klausur hierher kommen, deswegen machen wir am Ende dieses Projekt, damit wir hier sowieso relativ Corona-konform sind und bleiben. Das heißt, unsere Veranstaltung, da ändert sich nichts, geht alles so weiter wie gehabt. Ich glaube, die Mensa hat auch noch nach wie vor offen, falls es irgendjemanden hierher zieht, weil er die großartigen Mensa-Pommes genießen möchte, kann er das immer noch tun. Gut. Fangen wir mal so ein bisschen lockerflockig hier an. Die Vorlesung vom Albert war ja auch relativ sanft. Ihr erinnert euch, er hat den Group-Account fertig gebaut, die letzten Oberflächenelemente gezeigt und hat schon so ein bisschen vorausgegriffen mit den Property Changes. Soweit gehen wir noch nicht. Wir machen jetzt auch noch mal ein bisschen sachte das Ganze. Dafür möchte ich euch jetzt einmal gleich die Hausaufgabe vorstellen und wenn ich mit der Hausaufgabe fertig bin, werde ich euch die Dinge, die ihr noch nicht gelernt habt, nochmal vormachen anhand des Tic-Tac-Toe-Games, was Natascha bereits eingeführt hat. Daher, wie immer, no slides, no bullshit. Gehen wir doch mal direkt und gucken uns das neue Hausaufgabenblatt an. Was hier irgendwie gerade so großartig von mir hochgeladen worden ist. Wir gehen das jetzt mal von vorne direkt durch, weil hier noch so ein paar kleine fiese Änderungen reingeschrieben worden sind, die jetzt aber schon relativ wichtig für die Abgabe ist. Vor allem, wir sind jetzt im neuen Jahr, wir haben Grundlagen größtenteils gelernt, weshalb wir jetzt ein bisschen die Stellschraube am Schmerz hochdrehen. Das heißt ganz konsequent, wenn ihr Abgaben oder Teilabgaben macht, die nicht funktionieren, nach wie vor gibt das 0 Punkte. Wenn die ganze Abgabe nicht lauffähig ist, das heißt, wir klonen uns das Projekt, drücken auf Start und es passiert nichts, dann kriegt ihr 0 Punkte. Vollkommen egal, ob ihr das implementiert habt oder nicht. Warum machen wir das? Wenn ihr später arbeitet, dann interessiert den Kunden das mal so überhaupt nicht, wie toll ihr das implementiert habt, wenn das nicht geht. Und damit man sich so früh wie es geht daran gewöhnt, sauber zu arbeiten, sich selber zu überprüfen, zu gucken, funktioniert das wirklich, postieren wir das jetzt hier. Das gilt dann auch, dass irgendwie diese Commit-Message-Vorgaben, ihr erinnert euch, HH1, Final Task und so weiter, das macht ihr immer noch genauso weiter. Dann GUI-Elemente sollten immer als FXML-Datei abgelegt werden, außer wir fordern es explizit anders. Was ihr also nicht machen sollt, ist irgendwelchen irgendwo was random zusammencoden und kein Mensch versteht am Ende mehr, was da eigentlich passiert. Und das Allerwichtigste, wir werden jetzt das Projekt immer weiter erweitern mit neuen Funktionalitäten und neuen Tests. Das soll aber nicht heißen, dass die alten Tests nicht mehr funktionieren. Die müssen immer weiter funktionieren. Wir werden immer alle Tests auf einmal ausführen. Und wenn ein alter plötzlich nicht mehr geht, gibt es 0 Punkte. Fertig. Das bedeutet, ihr müsst bei Aufgaben, wo ihr alte Funktionalität anpasst, gegebenenfalls den Test anpassen. In diesem Hausaufgabenblatt habe ich das noch dazu geschrieben, an welcher Stelle das passieren muss, damit ihr das nicht vergesst. Das Einzige, was wir forcieren möchten, ist, dass ihr am Ende auch mal das testet, was ihr da ausprobiert. Dass ihr da auch mal selber auf den Testknopf drückt. Weil was uns während der Korrektion aufgefallen ist, ist, dass es super häufig nicht der Fall ist. Wir haben dann einfach Abgaben, die gehen nicht. Die haben dann schon Compile-Fehler, da sagt dann die IDE schon, ist rot. Oder die Tests gehen einfach nicht, weil die nicht ausprobiert worden sind. Und um die Diskussionen da entgegenzuwirken, haben wir das jetzt hier als festes Kriterium mit aufgenommen, dass ihr euch da kümmert. Und das mag jetzt noch ein bisschen arschig und fies rüberkommen, aber glaubt mir, so, je näher ihr zum Abschluss kommt, je näher ihr euch der richtigen Welt nähert, desto eher werdet ihr dankbar sein, dass wir euch das jetzt hier schon so reinprügeln.
sauberes Arbeiten ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade in der Softwareentwicklung. Der Albert nennt das ja immer gerne wie so ein Garten, und Software ist wie Unkraut. Und wenn man das nicht regelmäßig wegmacht, dann sieht das nach 2 Wochen aus wie Scheiße. Und je größer und komplexer die Projekte werden, desto schlimmer ist das. So, damit ihr jetzt aber hier auch nicht auf vollkommen verlorenem Posten steht, haben wir euch wieder eine Musterlösung vorbereitet. Und zwar eine relativ vollständige. Ja, wenn wir hier mal auf die aktuellen reingehen, wir haben hier so ziemlich alle Dateien, die es irgendwie jetzt mal so irrelevant gerade gibt, alle vorbereitet für euch. Damit ihr einen sauberen, schönen Start habt für den Fall, dass es bei euch im Projekt Probleme gab. Dann könnt ihr diese Dateien hier verwenden. Na? Da sind auch schon aus der letzten Hausaufgabe die Lösungen mit drin. Na? Also hier ist schon der ganze Kram drin, den man für die letzte Hausaufgabe machen musste. In, so wie wir das denken, es richtig ist. Allen voran ist das Wichtige, dass wir hier an der Gradle eine Anpassung gemacht haben. Das zeige ich euch am besten auch mal. Und zwar haben wir hier dieses Plugin hinzugefügt, die Zeile 2, und diese 3 Zeilen. Die haben zur Auswirkung, dass euer Projekt über Gradle gestartet werden kann, selbst wenn es sonst Fehler wirft. Das heißt, Projekte, die irgendwie vorher nicht gingen, weil irgendwas falsch eingerichtet worden ist, die können wir damit trotzdem laufen lassen. Das ist also ein Zukommen auf euch. Es wird einfacher, das auszuführen. Also wenn ich zeige euch dann auch gleich in der IDE, wie ihr das startet. Ich habe hier was vorbereitet, was nicht funktionieren müsste, aber was mit diesem Befehl funktioniert. Also wenn der funktioniert, könnt ihr euch zu 100% sicher sein, dass die Korrekteure das euch auch richtig abnehmen werden. So, dann würde ich sagen, springen wir doch mal hier direkt in die erste Aufgabe rein, Model Service. Dafür müsste man jetzt vielleicht mal erklären, was der Model Service überhaupt ist. So, ihr erinnert euch, das große Pattern, was wir euch gerade beibringen, ist Model View Controller. Unser Modell, das, was wir aus den Szenarien abgeleitet haben, beschreibt das, den Kern der Anwendung und am Ende das, was wir irgendwie in unserer Anwendung abbilden möchten. Bei Mühle sind das die Figuren, das Spielbrett, die Spieler, die Züge, die Aktionen und so weiter und so weiter. Die View ist das, wie wir mit diesem Modell interagieren können. Die View ist am Ende irgendwas, was ich anklicken kann, und der Controller ist das, was am Ende auf diese Klicks hört und dem Modell sagt, was es tut. Das bedeutet, die eigentliche Programmlogik, also das, was passiert nach einem Klick, das liegt für gewöhnlich in diesem Controller. Das ist das ursprüngliche MVC-Pattern. Die Controller haben die Logik und dann gibt es ganz viele Controller. Das hat den Vorteil, dass wenn man diese Controller richtig schneidet oder richtig aufteilt, was irgendwie wieder so ein sehr subjektives, Gefühl ist, wie man das richtig macht, dann sind die sehr schön und die greifen schön ineinander zusammen und dann sind das immer abgeschlossene Komponenten. Hahaha, so der Gedanke. Hier in unserer Hausaufgabe funktioniert das irgendwie halbwegs gut, weil wir uns da schon vorher sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, aber in einem Real-World-Problem, in einem richtigen Projekt, was unter Umständen aus Hunderten von Klassen besteht, funktioniert das einfach irgendwann nicht mehr. Das bedeutet, unsere Logik ist sehr stark verteilt auf Klassen. Und im schlimmsten Falle springe ich ständig hin und her. Ihr erinnert euch, wenn wir irgendwie mal was mit dem Debugger zeigen, da springt man auch schon sehr häufig hinterher. Und je mehr ich diesen Code aufteile, desto schlimmer wird das. Deswegen haben wir uns erlaubt, das MVC-Pattern anzupassen und daraus das Model View Controller Service Pattern zu machen. Diese Services kommen eigentlich aus der Webentwicklung und sind so eine Art Zusammenschluss von Logikelementen, die irgendwie zusammengehören. Sowas wie, zeig mir mal einen Warenkorb an oder liste mir einen Haufen Produkte oder irgendwie so ein Kram. Ist jetzt erstmal auch nicht so wichtig, was genau es ist. Am Ende für euch wichtig ist, der Model Service kapselt alle Logiken, die es im Programm gibt, damit man eine Stelle im Programm hat, an der man sagen kann, ich möchte bitte auf meinem Modell folgende Aktion ausführen. Was hier ganz konkret gesprochen für unser Mühle zum Beispiel wäre,
platziere einen Spielstein, bewege einen Spielstein, hat jemand gewonnen, mach doch bitte mal den nächsten Zug, in welcher Phase bin ich, hat jemand gewonnen. All diese Operationen würden sonst verstreut auf die ganzen Controller sein, sind jetzt aber in diesem Model Service gekapselt und wir haben immer genau eine Stelle, an der wir gucken müssen, wenn etwas schief geht. Wir wissen immer, es ist dieser Model Service, weil der ist wie so eine Art Wächter vor dem Datenmodell und passt darauf auf, dass da keine seltsamen Änderungen drauf passieren. Wir machen das, also ist vielleicht für die Mechatroniker nicht so interessant, aber die Informatiker machen ja nächstes Semester das Softwaretechnikpraktikum. Und da müsst ihr eine größere netzwerkbasierte Anwendung schreiben und spätestens da werden diese Services, da sind die fast unabdingbar, weil ansonsten ist der Code so krass aufgeteilt, dass das super schwer ist, für den Dritten zu verstehen, was man da gemacht hat. Gerade weil ihr da ja in einem Team arbeitet, von bis zu 8 Leuten, muss man das leicht verstehen können, was hat denn mein Kollege da oder meine Kollegin überhaupt programmiert? Na, und wenn der oder die dann sagt, naja, da musst du hier die 12 Klassen angucken, dann ist das ja eigentlich selbsterklärend, ist das irgendwie nicht so ganz zielführend. So, soweit kurz zur Erklärung, warum es diesen Model Service gibt. Wir haben den ja schon angefangen zu programmieren, falls ihr euch erinnert. Da musstet ihr diese Build Game und Start Game und Check Vertical Mill und so weiter entwickeln. Und was wir jetzt in dieser Aufgabe verlangen, ist, wir machen alle Analogikmethoden auch gleich fertig. Das heißt, nach dieser Hausaufgabe ist tendenziell alle Operationen da, die ihr braucht, um das Spiel fertig zu machen. Aber das Spiel fertig machen wir dann nächste Woche ganz in Ruhe. Dafür ist dann hier auch wieder, wir haben euch die Klassen vorgegeben. Die könnt ihr nehmen oder ihr lasst es. Ihr könnt mit eurer weitermachen oder ihr nehmt unsere. Das Ding ist nur in unserer, aha, ihr solltet das zumindest vergleichen, denn in unserer stehen die ganzen Kommentare drin, was ihr implementieren müsst. Wir haben das vorher, ihr erinnert euch, die Natascha hatte euch in die Klassen, die ihr ergänzen sollt, Kommentare reingeschrieben, wo was gemacht werden muss. Das habe ich jetzt nochmal erweitert. Für gewöhnlich schreibt man in diese Kommentare, oder wofür man die überhaupt benutzt ist, man schreibt sich so eine Art Pseudo-Algorithmus mit Kommentaren. Ne? Man schreibt irgendwie sowas wie, ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und für gewöhnlich schreibt man dann immer so ein To-Do vor das Kommentar, damit man weiß, ah, okay, diesen Schritt, den muss ich noch implementieren und die anderen habe ich schon implementiert. Und die IDEs, die markieren einem das dann auch. Bei VS Code muss man eine Erweiterung dafür installieren, habe ich euch hier verlinkt, wie die heißt. Aber dann sind diese Code-Schnipsel, die implementiert werden müssen, markiert. Wenn wir uns das hier mal kurz angucken, in dem Model, huch, nein, ich wollte hier in den Model-Service bitte. Na, das ist die Vorgabe, das ist das, was ihr auch schon machen musstet. Dann gibt es hier unten, zum Beispiel bei der Checkwinner, die soll erweitert werden, gibt es so ein To-Do. Und dieses To-Do hier, das wird in eurer IDE dann ganz stark gehighlightet. Ihr seht das sofort, ah, da ist etwas, das muss ich machen. Ne? Und hier in der Vorlage steht halt, welche Dinge ihr wo erweitern müsst. Hier zum Beispiel irgendwie die Checkwinner muss erweitert werden, damit man prüft, ah, können sich alle Spieler noch bewegen? Können Figuren bewegt werden? Denn wenn keine Figur mehr bewegt werden kann, verliert dieser Spieler. Das muss noch hinzugefügt werden. Ne? Und im Next Turn muss irgendwie der nächste Player gesetzt werden. Da muss man dann checken, welche Phase gerade aktuell ist. Und alles, was man in diesen Methoden so machen muss, das habe ich hier in den Kommentaren relativ fein granular aufgeschrieben. Als Stütze, damit ihr wisst, was ihr in diesen Methoden zu machen habt, weil die sind tatsächlich teilweise gar nicht so ganz so einfach. In diesem Removing, also in dem Entfernen einer Spielfigur, muss man relativ viel beachten, relativ viel so Seiteneffekte beachten. Deswegen habe ich die hier alle aufgeschrieben, was ihr machen müsst. Und damit ihr lernt, wofür man diese To-Dos verwendet. Dass man sich vorher schon mal Gedanken darüber macht, wie strukturiere ich diese Methode, was soll sie tun und was möchte ich überhaupt mit dieser Methode erreichen. Na? Das hilft dann dabei auch schon rauszukriegen, brauche ich vielleicht weitere Hilfsmethoden. Ja, hat meine Methode jetzt schon 40 Kommentare und macht das vielleicht Sinn, daraus 2, 3 zu machen? Oder sind Kommentare in verschiedenen Methoden gleich? Kann ich also Dinge auslagern? Muss ich Dinge mehrfach machen? Ja, dafür ist das relativ gut da, wenn man nicht sofort diesen In-Kopf-Compiler hat.
Ne? Also viele können das, die gucken sich das an, schreiben das runter, dann ist das wie ein Stein gemeißelt. Kann ich auch nicht. Ich muss mir das auch immer erst einmal so zurechtlegen. Deswegen mache ich das immer so mit diesen To-Dos. Genau, also, ne? Die Aufgabe hier ist, dass ihr diese Check-Winner erweitert. Next Term, Check Nays Face, Place Man, Move Man, Remove Man und Check Vertical Mill, dass ihr das implementiert. Wichtig ist, wenn ihr das gemacht habt, achtet darauf, dass ihr aus dem Kommentar das To-Do rausnehmt. Weil damit sagt ihr, ich fertig. Ich bin fertig, habe gemacht, läuft. Wenn diese To-Dos da noch drin sind und da steht die Quellcode-Zeile drunter, gibt das Minuspunkte pro To-Do oder so. Tut auf jeden Fall weh, macht das nicht. Gewöhnt es euch also gleich richtig an. Das heißt, Aufgabe 1 ist nichts Neues. Ihr müsst ihr einfach nur, wie vorher auch, Logik implementieren. Naja, ein bisschen schwieriger dann schon, aber ihr habt das halt schon einmal gemacht mit der Check-Vertical-Middle und dem Check-Winner. So, Aufgabe 2. Da müssen die Controller erweitert werden. Ihr erinnert euch, wir haben einen Controller für den Start-Screen, den Setup-Screen und einen Controller für den In-Game-Screen. Was wir jetzt machen ist, dass wir den In-Game-Screen erweitern. Ich möchte nämlich am Anfang eine Auswahl haben, welcher Spieler anfängt. Und als zweites führen wir einen Field-Controller ein, der sich um die Klicks auf ein Feld kümmert. Und die müssen in dem In-Game-Screen-Controller angelegt werden. Ja, wer sich das nicht vorstellen kann, geht selbstverständlich hier in unsere Musterlösung, vergleicht das und guckt, wie das passieren soll. Die Struktur haben wir ja vorgegeben. Ja, das heißt, in diesem In-Game-Screen-Controller gibt es jetzt irgendwie so ein To-Do, Initial Field Controller for the Game Board. Und hier ist irgendwie To-Do Start Game and Set the Text for the Current Player Name, wie vorher auch, aber After Player Picked a Beginner. Ja, und hier in dem Stop müssen jetzt plötzlich auch Subcontroller geschlossen werden. Das sind die beiden Dinge, die ich euch gleich zeige, wie es geht. Das ist was Neues. Das zeige ich euch gleich. Das müsst ihr jetzt nicht irgendwie magisch ergoogeln, wie das funktioniert. So, wenn ihr das geschafft habt, hier steht das natürlich auch nochmal alles beschrieben. Lest das bitte aufmerksam, auch wenn es 2000 Seiten Fließtext sind. Überlest es nicht. Stehen wichtige Dinge drin, die ansonsten zu Punktabzug führen. So, die dritte Aufgabe ist, selbstverständlich, wir haben neue Logik geschrieben. Das muss ja getestet werden. Das heißt, ihr schreibt jetzt hier eine Vertical Mill Testklasse, wie ihr das auch für die Horizontal Mill gemacht habt. Ihr erweitert den Winner Test und ihr schreibt eine neue Klasse Man Test eben mit diesen Tests, die hier aufgeschrieben sind, die eben das testen sollen, wie es hier drin steht. Also Test Man Placed Empty Field ist, glaube ich, relativ klar, dass das bedeutet, dass man einen Man auf einem freien Feld platzieren soll, um zu testen, ob das funktioniert. Wichtig ist auch, und hier unten steht es, beachte, dass alle vorher angelegten Tests ebenfalls positiv durchlaufen müssen. Passe nötigenfalls alte Testklassen an, damit dies der Fall ist. Ganz spruchreif gesagt ist damit der Oberflächentest gemeint. Denn wir fügen ein Auswahlfensterchen hinzu, wer das Spiel beginnt. Und das kann der alte Test-FX-Bot noch nicht. Das müsst ihr dem beibringen, dass dieser Test weiter durchläuft. Das zeige ich euch aber nicht. Ha, das ist die Transferleistung. Das müsst ihr selber rauskriegen. Das müsst ihr ergoogeln. Und ja, und genau, anpassen. Und wichtig ist, anpassen. Ja, Max sagt es gerade. Test anpassen heißt nicht, dass ihr das auskommentiert. Ja, da ihr nicht irgendwie Fuchs sein und denken, ah ja, komm, kommentieren wir einfach hier die gefährliche Zeile aus, dann läuft der grün durch. Das checken die sowieso nicht. Doch, das checken die. Denn wir checken jedes einzelne Projekt aus, gucken in jeden einzelnes Projekt rein und gucken uns jede Klasse an. Wir merken das sofort, dann fühlen wir uns verarscht und das ist überhaupt nicht gut. Versucht es erst gar nicht. Gut. Gibt es Fragen zu dem Aufgabenblatt? Ja, nein, vielleicht. Ich warte kurz, vielleicht tippt ja gerade einer im Chat. Sind alle geschockt? Ich wollte gerade sagen, alle in Schockstarre. Oh nein. Gut, hier mal keine Fragen, das heißt, wir können jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Ah, da kommt gerade eine. Frage ist, kann es sein, dass die Dateien im Zugriff beschränkt sind? Na, sowas aber auch. Sind sie das? Das ist ein sehr guter Hinweis, danke. Das sind sie tatsächlich. Nicht mehr lange. Moment.
möchte, dass ihr das bitte gleich sofort ausprobiert, ob das wirklich funktioniert und ich jetzt hier keinen Mist erzähle. Moment, wir haben das gleich. Oh, jetzt wäre noch ein Passwort von mir, ne? Das ist aber jetzt, wenn ich das auswendig kennen würde. Zack. Bitte einmal noch ausprobieren. Die Git-Dateien, funktionieren die jetzt? Könnt ihr da jetzt drauf zugreifen? Ja? Super. Danke für den Hinweis. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Na, also die alten Aufgaben sind da natürlich auch noch drin. Wenn ihr da jetzt irgendwie mal ein bisschen vergleichen wollt, wie hat sich das jetzt über die Hausaufgaben hinweg entwickelt, dann könnt ihr das da auch mal ein bisschen nachvollziehen. Ne? Gut, weitere Fragen? Ich sehe keine. Gut, dann wups, springen wir mal hier in den Quellcode rein. Ich mache das mal ein bisschen größer. Kann man das halbwegs gut lesen? Ah, ich sehe ein bisschen nicken. Sehr gut, also. Das hier ist der Quellcode von dem Tic-Tac-Toe. Das, was Natascha euch gezeigt hat. Und ich möchte das einfach mal starten. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht funktioniert. Also, es müsste nicht funktionieren. Ich hoffe es. Daumen drücken, damit wir jetzt hier einen Vorführeffekt haben. Ich habe hier also auf Run gedrückt. Und tatsächlich, es funktioniert nicht. Der sagt hier, Fehler, Hauptklasse, bla, nicht gefunden. Ich kriege das überhaupt nicht auf die Kette. Das ist auch richtig, das ist ein forcierter Fehler. Bitte versucht, ich erkläre jetzt nicht, woher der kommt. Das ist ein forcierter Fehler von mir. Das hat was mit Windows zu tun. Ist egal. Es funktioniert auf jeden Fall nicht. Es funktioniert nicht, wenn ich hier auf Run drücke. Es funktioniert nicht, wenn ich hier oben auf Run drücke. Der startet nicht. Die Gradles sind alle richtig eingestellt. Es ist alles richtig verknüpft. Der Class Pass ist richtig. Der startet aber nicht. Und deswegen haben wir in der Build Gradle diese Application hier hinzugefügt. Und diese drei Zeilen hier, die haben zur Folge, dass ich hier links bei dem großartigen Gradle-Elefanten unter den Task, das hier mal kurz alles wegmachen, einen neuen Reiter Application habe. Und da ist ein Task Run drin. Und wenn ich den ausführe, dann passieren ein paar magische Dinge, aber das Programm startet. Wenn das jetzt wirklich jemanden interessiert, warum das so ist, der kann mir bei Discord schreiben, dem erkläre ich das gerne, aber nehmt das erstmal so hin, dass das auf die Art und Weise als letzter Wurfanker funktioniert, wenn irgendwas bei euch falsch konfiguriert ist. Das hier funktioniert in der Regel immer. So. Und damit wir uns jetzt hier nochmal so kurz ins Gedächtnis rufen, wie das aussah, nehmen wir mal hier irgendwie, ach, wer spielt denn heute mal? Hilde. Die spielt heute Tic-Tac-Toe, ne? Ihr kennt das hier, ist das jetzt irgendwie das, was Natascha gezeigt hatte. Und was ich jetzt haben möchte, ist als allererstes, ich möchte ein Auswahlfeld hier haben, wer anfängt, ich oder der Computer. Ja? Also ja, ich weiß, normalerweise bei Tic-Tac-Toe ist das über die Zeichen geregelt. Ne, wer das Symbol hat, der, ich glaube, Kreis fängt immer an oder so. Ich möchte das jetzt hier aber bestimmen. Das heißt, ich möchte hier so ein kleines Pop-up haben, wo ich das auswähle, welcher Spieler beginnt. Und wie man das implementiert, das ist das Erste, was ich euch jetzt gerne zeigen möchte. So, das machen wir mal zu, das machen wir mal zu, das machen wir mal weg. Kurz für den Kopf. Das ist ja irgendwas mit UI. Und der erste Gedanke wäre ja jetzt, eine FXML dafür zu machen. Ne? Aber solche Pop-ups haben im Kontext von UI-Frameworks eine besondere Stelle, die heißen Modale. Ne? Das sind so dieses klassische, es geschah ein Fehler, was soll ich machen? Das sind so Modale, wo man so kleine Fensterchen aufploppen und euer Windows plötzlich Karton macht oder zwei Sekunden später ein Bluescreen kommt. Sowas gibt es hier in JavaFX auch, die lassen sich aber nicht über FXMLs realisieren, sondern weil das eher so Kontrollflussdinge sind, ich sage es jetzt mal ganz weit hergeholt, die sich wie eine If verhalten, weil ich ja etwas tun möchte, wenn ich einen OK-Button klicke oder etwas nicht tun möchte, wenn ich einen Cancel-Button klicke, haben die so einen Verzweigungscharakter, weshalb JavaFX da eine besondere API für anbietet. So, Freunde, und jetzt,
um es mit den Worten von Clemens zu sagen, jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Ich zeige euch jetzt tiefste Java-Magie. Denn was ich euch jetzt zeige, sind die großartigen Java-Streams und Optionals aus Java 8. Das nennt man Functions Higher Order. Ja, Albert ist schon vollkommen fertig mit der Welt. Die Dinger sind vollkommen abgedreht. Was wir jetzt machen ist, wir programmieren ja eigentlich iterativ. Wir sagen dem Computer, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Diese Function Higher Order sind aber deklarativ. Das heißt, ich beschreibe nicht, wie geht etwas, sondern ich beschreibe das, was ich haben will. Und ich überlasse das dem Framework, wie es macht. Das ist ein bisschen anderes Gefühl und ist auch ungefähr 20 mal kürzer, aber dafür 50 mal mehr Brainfuck. Na, wir gucken mal rein. Ich muss es gestehen, ich habe es mir hier auf der Musterlösung, so krass bin ich auch nicht, dass ich das alles auswendig kenne. Ich muss das auch immer einmal spicken, ich habe das einmal vorbereitet. Ah, so, da wollen wir hin, genau. Und den ersten Gedanken, den man jetzt machen muss, ist, naja, wo bin ich das denn überhaupt hinhaben? Gehört das in den Setup-Controller, wo ich meinen Namen eingebe? Oder gehört das in den In-Game-Controller, wo das Feld angezeigt wird? Ha, einfache Antwort, Geschmackssache. Weil wir in dem Create Game Screen das Bild Game aufrufen, dort danach also die Spieler angelegt sind, die ich auswählen können möchte, nehme ich den In-Game Screen. Weil in dieser Init, ja, wenn wir uns das hier in dem Stage Manager angucken, nach Show TikTok Screen. Oh Gott, TikTok habe ich gedacht. Ach du Scheiße, Freunde. Ich bin in der Hölle, da komme ich nie wieder raus. Ey, es ist auf Band, ich sterbe. Ach, das digitale Waterboarding. Na gut. Im Tic-Tac-Toe-Screen können wir uns also so ziemlich zu 100% sicher sein, ist das Datenmodell fertig initialisiert und ich habe die Spieler. Das bedeutet auch in dieser Init hier, kann ich mir sicher sein, dass dieses GetPlayers gefüllt ist. Deswegen verwenden wir das ja hier. Ne? Und noch viel wichtiger ist, ich möchte ja das Spiel starten, nachdem ich jemanden ausgewählt habe. Und ich starte das Spiel ja an dieser Stelle. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich jetzt bitte eben diesen Kontrollfluss, ich sage jetzt mal in so Klammern, möchte ich den gerne haben. Also machen wir das mal. So, jetzt ist das so ein bisschen... JavaFX ist ja von englischsprachigen Machern erfunden. Und ich möchte eine Auswahl haben. Auswahl heißt auf Englisch Choice. Das heißt, wenn man nicht so richtig weiß, wo man hin möchte, manchmal hilft das einfach, das zu tippen. Und tatsächlich, wenn ich das tue, ploppt hier plötzlich super viel auf. Na, es gibt irgendwie eine Choice Box, es gibt ein Choice Callback, whatever, aber es gibt ein Choice Dialog. Dialog ist diese obere Klasse in JavaFX, unter der die ganzen Modale sind. Was ich tatsächlich möchte, ist, ich möchte so ein Choice-Dialog haben. Sowas hier. Der funktioniert mit diesen spitzen Klammern. Ach du Scheiße. Wer weiß, was diese spitzen Klammern sind? Irgendwie hebt nur der Prof, Type, genau. Das ist Generizität. Das heißt, ich sage, welche Art von Objekten sind in diesem Choice drin? Oder anders gesagt, welche Objekte möchte ich denn jetzt gleich in meinem Choice-Dialog auswählen können? Naja, Player. So, dann nennen wir das Ding hier irgendwie mal Choice-Dialog. Man kennt es, man macht da ein Objekt draus, also New Choice. Komm her, hilf mir mal, ich kenne das alles nicht auswendig. So. Jetzt muss man hier diesen Konstruktor mit so ein bisschen Leben befüllen. Der hat, ich weiß gar nicht, wie geht das denn hier? So richtig cool ist es ja hier nicht. Kann ich das größer machen? Oh, der Hammer. Wir möchten hier den zweiten Konstruktor benutzen. Den mit der Default-Choice und einer Reihe von möglichen anderen Choices. Albert macht schon einen Daumen unter, weil der Konstruktoren nicht leiden kann. Aber das ist meine Übung und ich diktiere, wir machen das jetzt mit Konstruktoren. Naja, und die JavaFX-Leute können das nicht anders. Leider gibt es kein Set-Default-Choice. Man muss das über den Konstruktor machen. So, das heißt, ich will den nicht überschreiben. Das heißt, den ersten Parameter, den ich da jetzt reingebe, das ist der Default-Value, der ausgewählt worden sein soll. Also irgendein Player.
Und ja, wo kriegen wir diesen Player her? Naja, irgendwie vom Game. Ja, wo kriegen wir den Game her? Naja, von unserer einheitlichen Modellbearbeitungsklasse, dem großartigen Model Service. Das heißt, vom Model Service kann ich mir das Get Game holen, kann ich mir die Players holen. Und davon möchte ich irgendwie immer den. Okay, sowas Fieses machen wir immer nicht. Möchte ich immer den ersten haben. Das ist irgendwie die Standardauswahl, ne? Eine Liste, ich will den obersten immer angewählt haben. Als zweiten Parameter müssen wir ihm sagen, über welche gibt es denn überhaupt alle? Also aus was soll ich denn auswählen können? Naja, natürlich aus von dem Model Service, Get Game, Get, naja, alle Spieler natürlich. Das machen wir mal weg. Ja, lange Zeile, weil ich so viel gezoomt habe. Am Ende erzeugt uns das jetzt einen Dialog, in dem drin steht, ja, da sind Spieler drin und wir können uns dann aussuchen. Wenn man jetzt nicht weiß, was man tun muss, um dieses Ding aufzurufen, naja, dann nehme ich halt einfach mal die Variable und gucke mal, was es da so drauf gibt. Da gibt es einen Klaus, naja, ich bin der englischen Sprache ein bisschen mächtig. Anzeigen heißt Show, gibt es das? Großartig, rufen wir einfach mal auf. Gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen. Sind wir einfach mal mutig, drücken hier auf Run und gucken mal, was passiert. Also nehmen wir hier mal den Testerino. Der möchte jetzt irgendwie gegen den Computer spielen. Ich sage Play und ab, da ist jetzt ein Modal. Verdammt, es ist ziemlich klein, aber naja, hier ist jetzt eine Auswahlliste mit Testerino, der Circle hat und einen Computer, der Cross hat. Auswählen, wer anfängt. Entweder ich oder er. Und hier gibt es zwei Knöpfe. Abbrechen, okay. Und wie ihr euch vielleicht auffällt, ist, hier steht schon auf Deutsch bestätigen drin, weil JavaFX weiß. Meine Systemsprache ist Deutsch, deswegen, weil das hier System-Pop-ups sind, nimmt er einfach von der Systemsprache und übersetzt mir das auf Deutsch. Das ist auf Englisch, wenn eure Systemsprache Englisch ist. Das ist ja eine andere Sprache, wenn ihr eine andere Sprache als Systemsprache eingestellt habt. So, jetzt kann ich hier abbrechen oder OK klicken, aber irgendwie passiert noch nicht so richtig was. Weil ich habe den ja nur angezeigt. Aber ich mache ja überhaupt nichts mit den, ja, mit den Rückgabewerten. Die verfallen noch. Ja, also, Show ist wohl irgendwie noch nicht so das, was wir eigentlich wollen, weil wir kriegen noch gar keine Informationen darüber, was überhaupt passiert ist. Also gucken wir, gibt es vielleicht noch andere Show-Methoden? Aha, selbstverständlich. Show and wait. So, jetzt wird's verrückt. Da steht als Rückgabewert optional. Show and wait ist eine asynchrone Operation. Das bedeutet, der wartet, das gesamte Programm, alles in JavaFX wartet, bis dieses Dialogfeld weg ist. Das heißt, ihr könnt nichts mehr im Hintergrund anklicken, was zur Anwendung gehört. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich einfach nur Show aufrufe, ist das kein blockierender Aufruf. Das bedeutet, ich kann das hier wegbewegen und ich kann hier auf das hintere Fenster klicken. Ja? Was natürlich zu seltsamen Dingen führt, aber das kann ich machen. Aber genau das möchte man ja nicht. Ich möchte ja, dass der Hintergrund einfriert, weil ich ja erst eine Auswahl treffen möchte. Und das tut dieses Show and Wait. Wir machen das jetzt mal. Wenn wir das jetzt aufrufen, bedeutet das, der gesamte Hintergrund ist jetzt eingefroren. Ne? Ihr seht, der ändert die View nicht, weil er erst wartet. Huch, also unfreundlich hier. Das war der Panikwischer, der Oh nein, Mama kommt rein, Wischer. Der wartet jetzt, bis ich diesen Bildschirm weggemacht habe. Erst wenn ich jetzt hier was klicke, geht das Programm weiter. Ne? Das heißt, wir können jetzt schon mal irgendwie dafür sorgen, dass der zumindest darauf wartet, dass da irgendwas passiert. Und ich habe ja gesagt, der gibt nicht einen String oder so zurück, sondern ein Optional. Ein Optional ist sowas wie ein irgendwann wird das fertig sein. Nein. Irgendwann garantiere ich dir, dass da ein Wert drin stehen könnte. So. Irgendwann ist Asynchronität, das heißt, wir können hier nicht einfach, ich kann jetzt hier nicht einfach schreiben. Also, ich kann nicht hier sowas machen. Das geht nicht. Weil das, was zurückkommt, nicht auf der Stelle zurückkommt nach diesem Aufruf, sondern irgendwann.
Das ist jetzt ein bisschen Asynchronität, ist schwierig, aber wir versuchen das mal zu sortieren. Was uns dieses Optional jetzt bietet, sind Hilfsfunktionen, um mit diesem Asynchron umgehen zu können. Ich mache das jetzt hier mal in der nächsten Zeile, weil das Konvention ist. Ich kann das hier auch so konkatenieren. Ne? Ihr kennt es, beim Anlegen von Objekten kann ich set get machen. Kann ich hier auch. Das Show and Wait gibt mir ein Optional zurück. Das heißt, ich kann jetzt Methoden auf einem Optional aufrufen. Und da gibt es wirklich, wirklich, wirklich gar nicht so viele von. Aber so voll abgedrehte Sachen wie sowas hier. What the fuck? Oder ein or else get. What the abgefahrene Scheiße. Also so richtig kranken Mist gibt es darauf, mit dem man total abgefahrene Sachen machen möchte. Was wir aber eigentlich wollen ist, ja, ich will ja nur weitermachen, wenn der blöde Spieler ausgewählt hat. Wenn man jetzt in diesen Choice-Dialog, in die Dokumentation reinguckt, dann findet man dort, dass da steht, ja, dieses Optional hat genau dann einen Wert, wenn der Nutzer auf OK klickt. Das heißt, was ich eigentlich wissen möchte ist, naja, wann ist denn da ein Wert in diesem Optional? Und ha, dafür gibt es eine Funktion, die heißt if present. Also, wenn vorhanden, dann tu irgendwas. Und dieses dann, das schreibe ich in eine Lambda-Funktion. Wer weiß, was eine Lambda-Funktion ist? Oh, gehen sogar ein paar Hände hoch, hervorragend. Lambda-Funktionen sind so das coole, fancy Kram im Vergleich zu den Inner Classes. Das hat man, glaube ich, ganz am Anfang mal gelernt. Das ist, wenn man so Funktionen überschreibt, richtig ekliger Scheiß, das ist alles Kacke. Lambdas sagt hier einfach nur, wenn diese Funktion aufgerufen wird, dann führe bitte folgenden Quellcode aus. Ne? Und das schreibt man dann irgendwie so, naja, da kommt ein Player rein und dann macht man das so und dann ist das eine Inner Class, eine Lambda. Das heißt, dieser Stück Quellcode hier, der wird ausgeführt, wenn ein Wert in diesem Optional drin ist. Und das ist allerwichtig, das passiert asynchron. Also semi-asynchron, sage ich jetzt mal gefährlich. Also man kann hier auch, ich weiß nicht, ob das Visual Studio Code, genau, wenn ich hier Steuerung, ich habe Steuerung Plus gedrückt, der schlägt mir das auch vor, dass ich das in eine anonyme Klasse umändere. Das hier ist der Good Old Java-Style. So hat man das früher geschrieben. New Consumer, ich überschreibe die Klasse Accept. Sehr viel Schwafelei und hier kann ich wieder Steuerung Punkt machen, jetzt zu einer Lambda. Viel sexiger, oder? Viel kürzer, Hammer. Das schmeckt. Das wollen wir jetzt also implementieren. Ja, oder anders gesagt, naja, ich will halt das Spiel starten, wenn ich das gemacht habe. Ja, und ich bin eine faule Sau, also kopiere ich mir das ja einfach. Weil ist ja genau das hier, möchte ich ja machen, wenn das funktioniert. Ha! Cool. Jetzt muss ich nur noch dran denken, Start Game wurde hier immer mit dem ersten Spieler aufgerufen. Jetzt möchte ich das aber bitte mit, ja komm, wir nennen das hier mal um, The Chosen One. Ach du Kacke, es wird mit einem O geschrieben. Ich möchte bitte hier den Ausgewählten. Mit dem möchte ich das Spiel starten. Eieiei, ist aber jetzt hier Freunde, so viele Klammern. So möchte ich das bitte haben. Wer glaubt mir, dass das funktioniert? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir starten das mal. So, hier nehmen wir mal irgendwas Prägnantes. Neo. Starten das. Und ja, Neo soll auch mal anfangen. Ich drücke jetzt hier auf OK. Und da steht tatsächlich Neo, weil ich mich vertippt habe, steht da näher. Bin König der Typos. Wir gehen mal zurück und tragen hier mal Trinity ein. Trinity. Play. Wählen Trinity aus. Sagen okay. Ha. Und jetzt nehmen wir mal irgendwas ganz anderes und wählen hier den Computer aus, damit ihr mir auch glaubt, dass das funktioniert, wenn ich einen anderen auswähle. Dann steht da auch Computer als Start. Das heißt, jetzt haben wir relativ leicht mit diesen großartigen Streams, Optionals, deklarativen Programmierungsgelöt, dieses Modal da eingebaut. Glaubt mir, das war früher ein Punk des Todes, der Vernichtung auf the Doom. Ich habe damals SVT gelernt, das hat so gar keinen Spaß gemacht. Da musste man eigene Schleifen machen, die diese Views offen halten. Ah, super abfuck. Das hier, das ist so schön einfach. So möchte man das haben. Das hier ist also für Aufgabe 2 relevant in der Hausaufgabe, wo ihr auch so eine Choice hinzufügen sollt. Ihr könnt die gerne auch noch ein bisschen bearbeiten. Man kann hier auf diesem Choice-Dialog
noch so ein paar zusätzliche fancy Sachen setzen. Sowas wie, man kann den Title hier verändern, man kann den Header-Text verändern, dann stehen da halt noch ein paar mehr Informationen drin. Ja? Dann steht da irgendwie sowas, please choose one of the following players, und oben im Titel steht sowas wie Player Dialog or something like that. Ne? Also ihr seid da vollkommen offen, dass, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber so ändert ihr das. So, da haben wir Part 1 wird abgeschlossen. Part 2, wir wollen jetzt so Subcontroller haben. Also der Tic-Tac-Toe Screen Controller, der soll für jedes Feld, was es gibt, einen Subcontroller anlegen, der sich um dieses Feld kümmert. So, dafür, das erzeugen wir hier einfach mal ganz stumpf. Oder nee, halt, bevor ich weitermache, gibt es Fragen hierzu? Wir wollen jetzt hier nicht durchhetzen. Gibt es dazu Fragen von euch? Oder ist das für alle soweit verständlich? Sehe nicht gut. Was passiert beim Abbrechen? Beim Abbrechen passiert nichts, weil beim Abbrechen wird kein Objekt in dieses Optional geschrieben. Und diese Funktion hier tut nur was, wenn ich if present gemacht habe. Das heißt, es passiert nichts. Der bricht ab und ist wieder normal beim normalen Screen, genau. Was man hier machen kann, ist dann noch so ein or else, wenn man dann ganz sicher gehen will, dass das wirklich so ist. Probiert das mal aus. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Probiert das bitte aus. Genau, was wollte ich machen? Genau, wir machen jetzt einen Field Controller. Neue Datei, den nennen wir mal, damit es nicht genauso ist wie in der Hausaufgabe. Ich kenne kein anderes Wort für Field. Field Subcontroller. Ja, großartig. Der hat dann irgendwie, ne, man kennt es. Jetzt mal wieder so ein richtig fauler Mensch. Der hat hier irgendwie immer diese gleichen Sachen. Das machen wir mal kurz weg. Der hat hier so einen Model Service. Den möchte ich bitte importieren. Das Modell, er hat jetzt ein eigenes Modell, nämlich das Field, welches er kontrolliert. Und er braucht eine View. Private, Final. Ja, aber was? Na, ihr erinnert euch, wir haben hier immer die Views initialisiert, geholt, über so ein Lookup. Na? Und sie dann verknüpft. Wenn wir die hier aber anlegen, dann haben wir die eigentlich schon. Wir gucken mal ganz kurz hier Resources, Tic-Tac-Go Game Stream. Da haben die hier alle IDs. Habt ihr bei euch ja auch so gemacht in der Mühle. Nur hier sind es halt Rectangle und keine, was auch immer ihr in der Hausaufgabe genommen habt. Wahrscheinlich Circle. Das heißt, die Oberfläche, die ich hier kriege, ist vom Typ Rectangle. Weil ein Feld hier als Rectangle definiert ist. Das heißt, ich schreibe hier Rectangle View. Großartig. So, jetzt möchte ich bitte Generate Constructor. Yo, für alles. Hau rein. Lovely. Ist das nun mal richtig positioniert, du? Naja, kann ich alles haben. Dann brauche ich irgendwie so ein Public Void Init und ein Public Void Stop. Das kennt ihr ja auch noch, das ist ja der einzige Standardkram. Und hier würden jetzt irgendwie Action Listener angemeldet werden. So, wie lege ich das jetzt an? Ich möchte an dieser Stelle hier, ja, da möchte ich das da. Ich glaube, ich möchte das da, ich möchte es hier. Huch, oh nein. Böse, fui, aus, hör auf, meine Musterlösung zu verändern. Hier möchte ich initialize Field Controllers gerne machen. So. Ich möchte das für jedes Feld, welches in meinem Spiel vorhanden ist. Das heißt, ich mache eine Vorschleife. Field F für jedes Feld in meinem aktuellen Game. Punkt get Fields gibt es ja. Dafür möchte ich das bitte tun. Warum bist du jetzt rot? Was bist du denn jetzt? Type Mismatch? Da war mir nicht voll. Ja.
ich mich bei Field vertippt oder muss ich Field noch importieren? Ich muss es noch importieren. Ah. So, für jedes dieser Modelle, jetzt habe ich das Modell. Na? Könnt ihr jetzt schon mal sowas wie Field-Subcontroller fcon gleich new Field-Controller, haben wir ja gerade angelegt, der Model-Service ist this.ModelService und das Modell ist das F. Ha. Wie kommen wir denn jetzt an die View dran? Naja, genau so, wie ihr das kennt. Ich kann ja jetzt hier auch einfach this.view.lookup, dann brauche ich diese Raute, plus f.get. Warum ist denn hier keine Coordinate, heißt das hier. Warum auch immer das jetzt schon wieder rot ist. Ist undefined, weil da ein Node zurückkommt, weil ich das hier noch casten muss. Na, ich muss ihm hier sagen, ja, ich bin mir sehr sicher, dass das ein Rectangle ist. Na? Ihr erinnert euch? Über Hashtag kann ich hier in dem, aus dem FXML auf so ein Element zugreifen. Da die IDs hier als ID genau die Koordinate haben von dem Feld, kann ich hier einfach sagen, Hashtag Koordinate und kriege das Feld zu dem richtigen Modellelement. Richtig klug, es ist verrückt. Das heißt, jetzt habe ich zumindest schon mal für jedes Feld, also wenn ich das jetzt ausführe, für jedes Feld einen Controller angelegt. Jetzt habe ich für jedes Feld den Controller initialisiert und gestartet. Ja. Reicht das? Naja. Ihr erinnert euch, wir haben so ganz viele Stoppfunktionen. Die haben wir bisher noch nie gebraucht. Jetzt brauchen wir die. Wenn wir jetzt ganz viele Controller starten, dann müssen die irgendwann auch wieder aufgeräumt werden. Das heißt, ja, Albert schüttelt den Kopf. Das ist, an der Stelle ist es jetzt auch ein bisschen, an dieser Stelle braucht man es eigentlich nicht. Noch nicht. Das braucht man nächste Woche, wird das ein bisschen klarer, warum man das braucht. Aber man muss die sich speichern, damit man die einzeln beenden kann, wenn ich die View wieder wechsle. Ne? Wenn ich jetzt von der Tic-Tac-Toe-Szene wieder zurück zur Create-Game-Szene gehe und diese Controller nicht richtig abbaue, dann fliegen die im Arbeitsspeicher rum. Und im schlimmsten Fall werden das immer mehr, je häufiger ich das Spiel neu starte. Das heißt, so ein bisschen Gedanken über Speichermanagement muss man sich machen an der Stelle. Und damit man es sich gleich richtig angewöhnt, immer wenn ihr einen Subcontroller anlegt, müsst ihr den auch irgendwann wieder stoppen. Das heißt, man muss die sich speichern. Und das macht man immer mit einer Liste. Private, Final. Warum schreibe ich da immer Final dran? Das ist eine Gewohnheitssache. Ich mache das, weil ich weiß, diese Variable wird nicht mehr verändert. Jetzt sagt der Erste natürlich, aber in der Liste kann ich doch Sachen hinzufügen. Das ist doch eine Veränderung. Nein, ist es nicht wirklich, weil der Pointer auf das Objekt sich nicht verändert und da nur Sachen hinten angehangen werden. Das ist was anderes, weil das eine verkettete Liste ist. Und zwar von Field Sub Controller. Und ich mache dieses Final, weil das effizienter ist. Das spart tatsächlich so ein paar Byte, glaube ich. Es sind, glaube ich, 2 Byte oder irgendwie sowas. Das spart, wenn man da Final dran schreibt, weil es dann keine mutable Variable ist. Wer sich damit... Schaut euch das Typing-System von Java an, beziehungsweise ist das eine Compiler-Optimization, glaube ich sogar. Es gibt ganz viele tolle Paper darüber, warum das cool ist und warum man das macht und warum das speichereffizient ist, wenn man das tut. Sollt ihr jemals in den Genuss von speicherintensiven Anwendungen kommen, seid ihr über sowas, das ist immer cool. So, und das nennen wir hier mal Field Controllers. So, was ich noch mache, ist, ich schreibe hier vorne immer den höchsten Typen hin, weil jetzt muss ich ja hier irgendwie New ArrayList schreiben. Hätte ich ja auch ArrayList hier vorne hinschreiben können, aber ganz vorne schreibt man immer den abstrakteren Typ hin. Das ist etwas, was man in dem Clean Codebook nachlesen kann, warum man das tut. Das ist an der Stelle einfach guter Stil. So, in diese Liste, da füge ich jetzt einfach die Controller hinzu. Auch, dass ich hier einen Sys wieder hinschreibe, muss man eigentlich nicht machen, ist aber guter Stil, wenn man das tut, weil man sofort sieht, A ist eine private Variable von dieser Klasse. Naja. So, hier möchte ich bitte den fcon hinzufügen. So, jetzt habe ich mir alle Controller gemerkt, die ich angelegt habe. Das heißt, wenn ich das Ding stoppe, kann ich jetzt hier einfach
Wir machen was richtig Verrücktes. Ich habe euch eben gerade Streams erklärt. Die können noch viel krasseres Zeug. Die können nämlich, ich möchte auf meiner Field-Controller-Liste sagen, es heißt, glaube ich, for each. Und hier möchte ich bitte für jeden dieser Objekte auf der Klasse Field Subcontroller bitte Stopp aufrufen. Fertig. Das stoppt für alle meine Elemente in dieser Liste, ruft das Stopp auf. In einer Zeile. Was eigentlich so eine große Vorschleife wäre. Dann, was ich noch machen muss, naja, ich will diese Liste auch wirklich leer haben danach. Ich will, dass die Zeiger auf diese Objekte weg sind. Das passiert nur, wenn ich einen Clear aufrufe. Jetzt geht der Garbage Collector los und schmeißt diese Field-Klassen weg, diese Field-Subcontroller. Auch noch nicht ganz richtig. Nehmt es erstmal so hin. Die Feinheiten kommen nächste Woche. Deswegen teilen wir diese Hausaufgabe gerade auf zwei auf, weil das gerade relativ viel, krass viel neuer Input ist. Aber auf diese Art und Weise, so und nicht anders, legt ihr kaskadierte Controller an und sorgt dafür, dass sie speichereffizient wieder aufgelöst werden. Und ihr seid bei SDP dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt und jetzt gelernt habt, weil da hätte euch das spätestens irgendwann wehgetan. Kleine Anekdote, wir haben noch ein bisschen Zeit. Als ich das damals gemacht habe, haben das welche vergessen. Und immer wenn die auf der Oberfläche die Spielfeld bewegt haben, haben die für jede Bewegung ein neues Image angelegt. Und das ging genau 5 Sekunden gut und dann waren die 4 GB Arbeitsspeicher des Laptops voll. Und dann ist Java abgekackt, dann kam Bluescreen und es ging nichts mehr. Und das ist genau deswegen passiert, weil die so eine Stoppfunktion hier nicht hatten. Deswegen gibt es die. Weil ich das damals mit viel Schmerz gelernt habe, dass das echt eklig ist. Es gab eine Frage im Chat. Clear löscht nur die Pointer oder habe ich da etwas falsch verstanden? Clear löscht die Referenzen auf die Objekte, die in der Liste gespeichert sind. Genau. Und der Garbage Collector entfernt Objekte, auf die keine Referenz mehr drauf zeigt. Es wird dann noch unterschieden zwischen Strong und Weak Reference. Und da der Unterschied ist, dass das sprengt ein bisschen den Rahmen. Das ist Compiler-Bau, das ist ein bisschen freakig. Aber ja, genau. So funktioniert ganz, ganz grob der Garbage Collector. So, damit haben wir das fertig. Großartig. Das einzige andere, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, ich möchte, dass ihr in der Hausaufgabe so einen Hover-Effekt macht. Das heißt, ich möchte sehen, dass sich ein Feld verändert, wenn ich darüber hover, damit man sieht, welches ich gleich anklicke. Wie das geht, zeige ich euch jetzt noch. Das ist nämlich jetzt ein bisschen trickiger und anders als sonst, aber funktioniert an sich genauso. Also, ich brauche zwei neue Methoden. Private Void onMouseHover. Enter. Das hat jetzt kein Action-Event, sondern ein Maus-Event. Und super darauf achten, dass man hier das richtige Maus-Event nimmt. Ich möchte das aus JavaFX und nicht das aus Org, WTC, DOM, what the fuck. Ich will das erste. Achtet da bitte drauf. Diese Fehler, die seht ihr nie. Glaubt mir, das ist Stunden an Schmerz und Hölle, die man da durchwandert, wenn man da nicht drauf achtet. So, und dann brauchen wir, naja, wenn es ein Enter gibt, wahrscheinlich auch ein Aus, On, Maus, Hover, Hover, Exit. Auch ein Maus-Event. So, das heißt, so, jetzt wollen wir die verknüpfen, das wisst ihr ja schon, wie das geht. Das heißt, ich mache hier so ein Dis-Punkt. View.zAction, zAction gibt es nicht mehr. Ein Rectangle ist ein Shape. Und ein Shape, anders als Controls, haben keine Aktion. Aber Action, aber andere Arten von Interaktionslistener nenne ich es jetzt mal. Hier gibt es nämlich Mauslistener. Vor allem gibt es hier setOn. Sie fangen immer mit setOn an. Und hier gibt es dann so Drag, Key Press, Maus, Drag, oh, Halla. Ein Haufen von dem ganzen Scheiß. Was wir wollen, ist Maus, Entered. Entered und Exit sind die beiden Methoden, mit denen man sagen kann, meine Maus fährt durch das Objekt und verlässt das Objekt wieder.
Wenn man danach googelt, findet man das auch auf der Stelle. Wie man googelt, haben wir ja schon gezeigt. Man googelt jetzt hier nicht irgendwie Java, Zündorf, Wintersemester 21, 22, Maus, fahren Objekt, sondern man googelt nach JavaFX, Maushover. Dann wird man fündig. Also, ich möchte, dass dieses Entered hier auf das OnMouseHoverEnter geht. Das ist also exakt der gleiche Aufruf, den ihr auch bei dem SetOnAction habt, nur dass ihr jetzt auf SetOnMouseEnter sagt. Jetzt macht man hier SetViewMouse. Exit this on mouse exit. So, was ich jetzt möchte ist, ich mache hier mal so ein sysout hin. Ach du Scheiße, ich bin ja hier in einer anderen IDE. Hier heißt es sout. Ja. Ich möchte jetzt hier sowas sagen wie this.model.getCoordinate enter und bei raus möchte ich bitte exit. Damit ich das sehe, ob ich das richtig gemacht habe. Also starten wir mal. Ups. Schieben wir das mal so ein Stück nach hier oben, dass man das da unten gleich sieht. Wir nennen den jungen Mann Test. Ich möchte bitte mit Test anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt über ein Feld hovere, müsste jetzt unten gleich was auf dem Bildschirm passieren. Ich gehe mal hier nach oben links. Ha! Da, A3 Enter, A3 Exit. A3 Enter, A3 Exit, B3 Enter, B3 Exit, C3 Enter, C3 Exit. Na, das heißt, ich fahre hier drüber und er erkennt das automatisch, dass ich über ein Feld hovere. Über diese Maus Enter und Maus Exit Methoden. Und die Hausaufgabe möchte jetzt einfach nur, dass ihr die Farbe dieses Feldes verändert, wenn das passiert. In eine beliebige. Könnt ihr Pink Camouflage machen, ist mir absolut egal. Irgendwas, was sich vom Hintergrund abhebt, also nicht weiß, ihr Scherzbolde, sondern irgendwie rot, grün, grau, ich weiß es nicht. Grau ist auch schlecht. Grau ist auch schlecht, genau. So, und wir haben es jetzt wieder. Naja, this.view, wie wird man wohl die Farbe verändern? Der erste Gedanke wäre, setColor. Gibt es nicht. Ja, weil JavaFX-Leute irgendwie auch einen Splint im Kopf hatten oder so, heißt das nicht setColor, sondern setFill, weil das die Füllung eines Shapes ist. Die Farbe eines Shapes könnte ja auch die Randfarbe sein. Deswegen haben die das unterscheidet zwischen dem Stroke, also der Umrandung, und der Füllung. Warum auch immer. Oberflächenmenschen. Naja, setFill. Das Gerät erwartet ein Paint. Jetzt könnte man irgendwie wieder denken, ja, wo kriege ich das jetzt her? Naja, es erwartet ein Paint, also eine Klasse Paint, vielleicht gibt es da was drauf. Da gibt es ein Value of, das hilft mir jetzt auch nicht viel. Ja, denn hier heißt die blöde Klasse jetzt plötzlich Color. Das sind alles unfreundliche Leute. Aber ihr könnt hiermit Color, Punkt, und jetzt habt ihr eine ganz tolle Auswahl an großartigen Farben, sind ein paar. Also das ist jetzt so ungefähr nicht das Farbspektrum, was der normale Kerl sieht, aber auf jeden Fall ausreichend, denke ich, damit ihr irgendeine euch aussucht. Zum Beispiel, komm, wir nehmen Magenta, weil wir sind ja an der Unikassel. Das heißt, jetzt wird die Farbe, ich zeige es euch einfach, was jetzt passiert. Was glaubt ihr denn, was jetzt passiert? Ja, genau, ne? Das färbt sich jetzt einmal alles, aber das geht nicht weg, naja, weil ich habe das Exit ja noch nicht gesetzt. Das heißt, ich mache jetzt hier in der Maus Exit auch this view.setFill. Ja, nein, soll ja keine drin sein. Na? Dann drücke ich jetzt hier wieder auf Schmeiß an den Hobel. Sollte ich mir mal ein Makro für machen. Jetzt markiert er mir großartig die Felder nur einmal. Ja, man muss da so ein bisschen treffen hier, weil dieses Rectangle, aber man muss hier treffen tatsächlich leider ein bisschen, damit das geht. Und mein Rechner geht gerade in die Knie, merke ich. Naja, aber ihr seht, der markiert das jetzt. Na? Das sollt ihr so oder so ähnlich in der Hausaufgabe auch machen. Da gehört natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Gehirnschmalz zu, weil was passiert, wenn dann eine Figur draufsteht, dann muss die ja anders aussehen und will ich das Feld vielleicht noch größer machen, weil es super klein gezeichnet ist, man weiß es nicht.
Ich zeige euch mal, gucke mal kurz, ob das hier funktioniert. Das hilft euch ja eigentlich nicht sonderlich viel, ob ich das euch jetzt hier zeige oder nicht, oder sonst irgendwas. Also, soweit so gut kennt ihr das ja hier alles schon. Da ist dann dieser Dialog. Und am Ende soll das dann halt hier, es ist halt ein bisschen klein, aber ihr seht, hier verändert sich die Farbe, wenn ich über so ein Ding hover. Das soll am Ende funktionieren. Ne? So soll das am Ende aussehen. Jetzt könnte man eventuell noch den Radius hier von diesem Feld ein bisschen vergrößern. Wie das geht, überlasse ich euch, aber müsst ihr auch mal ein bisschen rumexperimentieren mit dem Framework. So, das sind die Neuigkeiten, die es gibt, die ihr noch nicht gelernt habt, wie sie gehen. Fragen bisher, da kommt gerade eine Frage. Dürfen wir den Hover-Radius erhöhen? Wollte ich gerade fragen. Ja, ne? Also ihr könnt beim Maus-Enter den Radius des Cycles verändern. Naja, jetzt habe ich ja schon fast gesagt, wie es geht. Ne? Also gibt logischerweise einen Set-Radius auf dem Circle, damit könnt ihr das vergrößern. Ne? Damit man sieht, ah, okay, ich bin explizit über dieses Feld gehovert. Weitere Fragen? Ich sehe keine. Sehr gut, dann machen wir jetzt, ich habe irgendwie brachial überzogen, das tut mir super leid, ich wollte gar nicht so lange reden. Dann machen wir jetzt noch unsere übliche Discord-Runde. Ich verabschiede mich hier an alle. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören uns dann eventuell kurz nochmal im Discord wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Und wie es weitergeht, sehen wir dann. Und wir sehen uns Dienstag in der nächsten Vorlesung. Lasst euch gut gehen. Auf Wiedersehen.